Recht herzlich willkommen zur 198. Folge von Simotrans. Ja, sind wir wieder im Spiel. Wir hatten letztes Mal Bushaltestellen gebaut, die wir dieses Mal dann optimieren wollten. So war die Idee. Da können wir dann mal in eine Liste reingucken, Listenverwaltung. Und zwar, ach so, letztes Mal Hardex dann mal angeguckt, wie groß es ist. Jetzt interessiert mich mal gerade nur, ah, da war schon Einwohner. Wer ist denn groß, wer ist denn klein? Beziehungsweise Hardexen war das nicht, sondern das war Altenau, weil da war ja nicht möglich, dass die sich weiter ausbauen. Also es war schon möglich, ne? Und interessanterweise, Hardexen ist der kleinste Ort, Altenau ist so Mittelmaß, ne? Lauter, Flotow, Sonderhausen und Waldeck, das sind die vier Städte, die auf der anderen Seite liegen, die gut miteinander vernetzt sind, und aus diesem Grunde sind die wahrscheinlich auch am meisten am Wachsen, ne? Altenau, Radolfzell und so, das ist alles kleiner. Es liegt einfach daran, dass da die Verbindungen schlechter hin sind untereinander, unter den Städten. Die vier Städte kooperieren besser, ne? Alles klar, haben wir da schon mal geklärt. Dann gehen wir mal jetzt in die Haltestellenliste und gucken mal nach Wartend wieder. Da wartet schon mal keiner, ist doch cool, oder? Machen wir Absteigen, dann haben wir ein Problem. Ja, da sind wir ja immer noch beim süddeutschen Getreidehof hier oder was? 4.855, 95.000. Zur norddeutschen Mühle müsste das gebracht werden. Und die norddeutsche Mühle war hier oben, ne, oder? Ja. Das heißt, nach da fehlt es an Transportfahrzeugen. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Da muss ja hier irgendwo. Habe ich den jetzt verpasst gerade? Nein, da ist gar kein Zug. Wer fährt denn das dahin? Fährt da einer durch? Nö. Ich habe jetzt mit dem Zug gerechnet, der hier irgendwo sein sollte. Da ist ein LKW. Fahren da jetzt LKWs hin, ne? Oder wie? Nee. Oder doch? Ja, doch, klar. Hier ist er doch. Palettenweise bringen die da was hin, ne? Unsere Paletten sind jetzt nicht so der Bringer dahin, oder? Hm. Wir hatten noch eben da auch einen. Und da kam der gar nicht von hier. Tja. Da ist er. Ne, der kommt da. Ja, das ist ja interessant, ne? Da fahren wir ja mit irgendwelchen Autos hin und her. Dieser hier zum Beispiel jetzt gerade. Und der fährt zur Klosterbrauerei. Wer fährt denn bitte schön da oben hin? Niemand? Hier ist gerade ein Zug. Der fährt aber nach links, oder? Ja. Falsche Taste. Ja, das ist natürlich dann hier, ne, Radolfzell Norddeutsche Mühle, kommt immer mehr an, immer mehr an, da muss irgendwo noch was bestehend sein und da muss wahrscheinlich irgendwo ein Fahrzeug im Depot noch stehen, dass das noch funktioniert. So, und das bedeutet, dass wir hier definitiv noch einen Zug draufsetzen müssen, der das da mal hochbringt dann, ne? Was ist das für einer hier? Ein Personenzug, ne? Ja. Ja, dann mal los, oder? Bronnelok. Wir haben ja auch keinen Strom an der Strecke, ne? Sollten wir da Strom an der Strecke haben? Das wäre die nächste Frage, ne? Ich glaube, dass diese Diesellok hat 2800 kW. 500, das hier ist eine mit 882. Okay, die da gerade war, die ist schon nicht schlecht hier mit 2,8, ne? Wir können ja mal gerade... War das hier, wo der Lokschuppen ist? Oder wo war der? Ne, der war unten, glaube ich, ne? Können wir da mal unten gucken? Ich glaube, wenn wir so fahren, kommen wir da auch hin, ne? Ja, nicht ganz. Okay. Da ist er, der ist ja elektrifiziert.
Elektrotraktion. Das ist eine Straßenbahn, sieht so aus, oder? 70 Passagiere. Loks. Nur Loks. Kann man da nochmal. Kaufpreis, Kosten. Machen wir mal Leistung. Da steht nix. Hier 7500 kW. Da sind Loks, die ordentlich Power haben, ne? 6,3. Und die kommt erst da. Ja. Müsste man mal gucken, ne, was man da nimmt. Also die brauchen wir definitiv nicht mit 200 km da lang fahren. Da brauchen wir eher eine, die so fährt hier. 6,4. ,37, 5,67. Die hat weniger kW, dafür fährt sie schneller. Ich glaube, das ist unsere Lok. 5,52. Die hat nicht so viel kW hier, die BR111. Vielleicht sollten wir die doch nehmen. Was haben wir hier noch für eine? Aber das ist dann nur mit 3,5, aber puh. Die ist natürlich günstig mit 2200, ne? 2262. Da würde ich jetzt mal sagen, sollten wir überlegen, dass wir da mal Strom legen, oder? Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Da sind wir schon. Und hier ist unser Lokschuppen. So, dann brauchen wir das und hier ist der Strom, oder? Stromschiene, ne? Stromschiene wollen wir nicht. Da. Oberleitung 210. Respekt, ne? Ja, dann mal los damit. Ah, der zeigt mir schon, ach nee, dann fährt er wieder da lang. Okay, das bringt mir dann auch nichts, aber wir können schon mal nach hier oben ziehen bis zu diesem Ende, ne? Dann passt das schon mal und dann können wir von dem Gleis auf jeden Fall bis nach hier unten ziehen. Bis nach hier entziehen. So, ich hoffe, das ist alles so verbunden, wie wir uns das vorstellen. Und dann läuft's. Und eigentlich müssten wir diesen Bahnhof hier mit elektrifizieren. Dann könnte man das schon mal. Ja, komm, wir machen das mal einfach. Dann haben wir hier Strom. Und das könnte schon mal funktionieren, ne? Und wie sieht das Ganze hier aus? Er hat diese beiden Gleise genommen. Funktioniert aber auch, denke ich. Und hier geht auch alles. Ah, hier hat er nicht beide Gleise gemacht. Dann machen wir das aber mal, ne? Vorsichtshalber. Hier funktionierte das. Hier ist alles gut. Und haben wir geschafft. So, das bedeutet das schließen und dann können wir mal einen Zug dafür aufbauen. Jetzt müssen wir noch kurz gucken, wie lang ist es denn hier so? 1, 2, 3, 4, 5, hier oben auch 5 passt. Also 5 ist die Zuglänge, Haltlänge
Und dann gehen wir hier mal rein und gucken mal nach einer Lok. Und dann sollten wir überlegen, ob wir die Lok nehmen, die hier an dieser Stelle ist. Wir können ja mal hier nach Kosten, nach Preis, nach Kaufpreis, Kosteneinheit, Einführung, Gewicht, Leistung, Gewicht, Kosteneinheit, ist das das? Kosten, ja, 81 Cent, 2,48, 3,11, 3,52, dann ist diese jetzt hier, nee, ist nicht Kosteneinheit, ja, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, wie er da sortiert. Ja, aber dann würde ich schon diese hier favorisieren, weil das sind ja dann Kosten, die sind schon teuer, ne? Dann würde ich die 2,62, okay, eigentlich müsste man hier die, wo war die jetzt eben, diese hier für 81 Cent, diese hier, die wäre ja, aber naja, ich werde nur 65, die hält uns auf. Ich denke, mit der 120 km/h Geschichte sind wir gut bedient. Passagiere, ne, Waggons. Und da brauchen wir dann Getreide. Flachs ist auch ein Getreide. Und da haben wir 52 Tonnen Beladung. Das ist schon das Beste. Und da sind ja auch einige da. Ich glaube, noch ein mehr ergibt dann eine falsche Haltlänge, oder? Geht noch einer? Ne. Einer war zu viel. Also, der ist es. So, und der müsste, jetzt müssen wir mal gucken, ob es da... Gerste, Mühle, Getreidehof. Mühle, Bäckerei. Tierfutter, Döbeln, Vierstädte Express. Also das ist alles nix. Den kann man, die Vierstädtebank kann man sogar rausnehmen. Mühle, Bäckerei, das ist zwar schon mal die Mühle, aber Maschine, Stahl, Schrott. Kohlemine, KKW, Kohlezeche. Kohle, 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 Hardexen, Riedenburg, ist falsch. Granulat, Getreidezug, Zubringer, ich weiß nicht, wo der ist. Kann man leider auch nicht sehen. Das war jetzt schon mal falsch. Ich glaube, wir machen mal den Einzelfahrplan, den wäre Blödsinn, sondern wir müssen hier rüber einen Fahrplan dann machen. Neue Linie. Gucken wir da mal hin. Von hier nach da. Und Mindestbeladung brauchen wir nicht, lassen wir so. Ist dann fertig. Und das heißt dann Getreidehof Mühle mache ich mal einfach. Schuss. Ich weiß nicht, was das hier für einer ist. Gerste Mühle Getreidehof. Getreidehofmühle heißt das. Wird noch nicht angezeigt, ne? Jetzt ist es da. Und dann starten wir den mal. Dann beobachten wir den mal. Gucken, was er so macht. Können wir ja verfolgen.
Da ist überfüllt. Karl Marx. Aber wieder da lang. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Auf jeden Fall 416 Tonnen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das hier klappt mit einem Bahnsteig, der nicht elektrifiziert ist, ob der auch schnallt, dass er da nicht hinfahren darf, sondern dass es irgendwelche anderen Probleme gibt. Da müssen wir mal aufpassen, weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal. Der Zug ist raus, dann kann er jetzt rein. Ja. So, und dann müsste er laden. Volle Leistung. Macht er auch. Irgendwo geht das über Dresden wieder. Dresden, der Ort, den wir nicht haben. Alberthafen, Dresden, Betriebshof, voll cool. Ja, er fährt jetzt auf jeden Fall dahin. Ich glaube, wir lassen mal schneller fahren, oder? Okay, der ist weg, dann kommt er. Und doch, das funktioniert. Er fährt dann auch leer zurück. Jetzt fährt er da mit Miesen durch die Gegend. Da kommt jetzt die schwarze Zahl und die bleibt jetzt schon mal auf dem Hinweg. Rückweg nicht ganz, aber fast. Ja, ich denke mal, der wird sich da auf jeden Fall amortisieren. Jetzt wird er schon wahrscheinlich nicht mehr rot werden, oder? Ne. Okay, der Zug macht definitiv gut Geld. Da brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Das haben wir schon mal. Gut, das heißt, das ist auch am Laufen. War das jetzt hier? Ja, das war jetzt hier. Das heißt, diese 97.000, die bei Anfang der Folge bei 95.000 lagen, werden jetzt auch wieder abgebaut, ne? Ja, der Dresdner Hafen, ne? Der ist noch hier unterwegs. Ja, müssen wir mal gucken, wie das sich da ergibt, ob da Sinn macht, noch einen weiteren Zug vielleicht draufzusetzen. Aber das schauen wir uns, denke ich, mal in der nächsten Folge erstmal an. Für diese soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare herzlich willkommen. Der Pumuckl, der hatte ja letztes Mal schon geschrieben, dass er da auch diesen Dingens nicht finden konnte. Und der Matthias, der könnte sich ja nochmal melden, ob er selber vielleicht das gelöscht hatte. Weiß ich auch nicht, ob es daran lag. Oder, nee, dann müsste, ja, weiß ich nicht, wenn man, doch, dann könnte mein Kommentar, der darauf geantwortet hat, auch mitgelöscht sein, dann kann man es nicht wiederfinden, okay. Aber es soll so sein. Gut, und teilt damit mehr Leute was über Simotrans erfahren. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.